Mein Name ist Jan Steiert, bin von der Firma Hochleitner und hier Projektleiter bei der Hangrodung. In die Marienschlucht soll ein neues Steg eingebaut werden. Und dass dieser Steg eingebaut werden kann, dass die Vorbereitungsmaßnahmen gemacht werden können, muss der Hang von dem Buschwerk und den Bäumen entfernt werden. Man kann hier schlecht oder fast gar nicht mit Maschinen unterstützen. Das heißt, man muss die ganze Arbeit vorneweg von Hand machen. Das heißt, jeder Baum muss von Hand gehoben werden, irgendwo hingelegt werden. Muss alles in die Hand genommen werden und nur im ganz letzten Schritt kann eigentlich der Hubschrauber eingesetzt werden. Und zum anderen ist es natürlich sehr steil und absturzgefährdend. Also das muss man schon aufpassen, dass hier einfach nichts passiert. Vorab wurde ein Gutachten erstellt, das heißt, jeder Baum wurde begutachtet und diese Bäume werden dann nach ihrer Gefährdung dann gefällt. Zum einen mal haben wir einfach das Problem der geringen Humusauflage, das heißt, der Felsen liegt sehr schnell auf. Die Durchwurzelung ist ja eigentlich nicht wirklich gegeben, das heißt, die großen Bäume, die können sich nicht gut halten. Wenn hier Schnee kommt zum Beispiel oder mal ein Unwetter, Regen oder Ähnliches, können einfach diese Bäume relativ schnell umfliegen und dann eine Gefahr für die Menschen, die hier durchlaufen, bringen oder halt natürlich auch für den Neubau dieses Steges. Also zum einen mal beeindruckt mich der Bodanrück jedes Mal aufs Neue, wenn ich hier bin, wie steil der ist, wie schön der ist, gerade im Zusammenspiel mit dem Bodensee. Zum anderen finde ich einfach dieses Projekt hier einfach super, weil man hier das der Öffentlichkeit einfach wieder zugänglich macht. Das heißt, die Einheimischen, aber auch Gäste können hier einfach dieses Erlebnis auch selbst miterleben und können hier durchlaufen ohne Gefährdung nachher. Und das finde ich eigentlich schon wirklich toll.